Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Schöne Musik kommt heute. The Queen of Swords Rerun. Greetings, this is the Queen of Swords, here to teach you a new mouth-watering recipe from my secret cookbook. Cookbook. Mixed Dish. Artischocken-Dip. Das klingt ja eklig. Warte mal, was ist denn das? Artischocken-Dip. Artischocke und Milch. Na gut. Na gut. Ist okay. I'm okay with that. Gut, ich hoffe, dass wir heute eventuell mal eine neue Kuh kaufen können. Das war ziemlich abgefahren und cool und mega, Togo. Irgendwie so. Das wäre jedenfalls gut. Warum habe ich... Ah, ich habe gestern vergessen, ein braunes Ei zu nehmen. Deswegen habe ich jetzt zwei braune Eier, oder? Ist eine von euch in Wirklichkeit nicht weiß, sondern farbig. Das kann mein rassistisches Herz gleich gar nicht mehr vertragen hier. Boah, Leute, am Ende klappt das noch irgendjemand, was ich hier sage. So, ja, macht weiter, ihr seid cool. So, Kühe erst später. Ich hoffe wieder, dass Marnie heute was verkauft. Sie wird heute nichts verkaufen, ich kenne sie doch. Das alte Luder. Das alte Luder. So, Cranberry Jelly wird verkauft. Rein damit. So. Noch ein Trash habe ich und das war's. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt wieder eingelegte Eggplants. Einfach nur so, weil ich halt das Spiel hier spiele und das bestimmen kann. Ich mag nur meine Begründungen. Das ist eh das Beste am ganzen Spiel. So. Eggplants. Die Eierpflanze. Wie auch immer man darauf gekommen ist damals. Vielleicht irgendwie, ach, ich weiß nicht, für Ostern oder so war die so lila. Und wie, vielleicht, ja, ein bisschen wie ein Ei ist hier vielleicht geformt. So ein bisschen eierförmig und bunt und glatt, aber ach, ich weiß nicht. Das ist auch eine ziemlich helle Aubergine. Eigentlich ist eine Aubergine fast schwarz. So. Mani. Ich hoffe, meine liebe Mani, du kriegst den Arsch mal hoch und ich bin okay. Alles ist gut. Immerhin, wenn diese Meldung kommt und ich schon nicht reingehen kann wie gestern, heißt es, dass sie heute eventuell auch wirklich mal was verkauft. Und das wäre eigentlich relativ cool. Das sind noch 10 Minuten. Das schaffen wir. Oh, mach hin! Ach, danke. So, Mani, meine Liebe. Halt die Fresse und verkauf mir Tiere. Ich nehme noch... Ja, ach so, brauchen wir eine große, eine Big Barn. So, rein damit. Wir nennen sie Milka. Ich mag Milka. Wer mag nicht Milka? Außer Leute, die denken, sie sind zu cool für Milka. Okay, howdy. Ich möchte noch eine. Die heißt dann natürlich... Zito. Nein, sie heißt Lind. Ich stehe voll auf Lindschokolade. So, Lind und Milka. Ich könnte auch noch Kinder und Ritter Sport oder so, aber nein, Lind und Milka ist genug. Man muss es ja nicht auf die Spitze treiben, würde ich mal so behaupten. Na gut. Die Musik ist so geil. Da stehe ich schon so ein bisschen drauf. Klär, kling, 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 klong, klong, kling, kling, klong, klong. So, jetzt kümmere ich mich mal hier um die kleinen Bitches. Oh, jetzt habe ich schon zwei Erwachsene. Sehr nice. Und einmal Käse. Hi, Käse. Ich frage mich, ob Käse für irgendwas später noch fürs Rezept relevant sein wird. So. So, ich habe euch jetzt hier schon voll gelabert. Jetzt habe ich natürlich jetzt keinen Eimer mit. Sekunde, ich komme gleich wieder mit Eimer. Keine Sorge, keine Sorge. Die Mutti kommt noch mit dem Eimer vorbei. So, tun wir erstmal das hier rein. Oh, sogar hier goldene Qualität. Jetzt geht's ab hier. Ach nee, warte mal, die. Wieso habe ich eigentlich. Hatte ich nicht gerade noch 15 Eggplants? Was ist. Ach so. Wir reden mal nicht drüber. So. Ja. Der Eimer. Da beeimer ich mich ja schon fast so. Du. So, was geht ab? Taurus hat erstmal gemolken. Was? Taurus hat keine Milch? What? Man muss ein paar Tage warten oder was? Was ist das? Größte Fehlinvestition meines Lebens.
bringen nicht mal jeden Tag Milch. Was sind das bitte für Kühe? Ich glaube, keine Kuh bringt jeden Tag Milch im echten Leben, aber trotzdem. Dann könnten wir uns ja mal wieder... Oh, ich überlege gerade. Ja, komm, nee, doch, nein. Ha. Ha. Ich würde sagen, ich gehe wieder ins Dungeon. Das erste. Im Dungeon meine ich natürlich Dungeon. Ein bisschen umschauen, ein bisschen angeln werde ich auch noch machen. Kommt alles noch mit der Zeit. Vielleicht angle ich auch wieder ein bisschen offscreen. Ich kann ja eventuell, wenn ich heute Abend noch genug Energie und Zeit habe, noch so einen Squid angeln eventuell. Schauen wir mal. So, Min. Warte mal, ich könnte ja vielleicht meine... Ist ja schon 10 Uhr. Könnte ich ja vielleicht meine Belohnung hier abholen, weil ich so viele Fledermäuse schon geschrottet habe. Das wäre ganz... Oh, 2 p.m. Leck mich doch am Hodensack. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Gut, ja. Mir doch egal. Gehe ich halt jetzt hier voll krass in die 100 und kämpfe mich durch. Was brauche ich die denn? Oh ja, hier 100. So, sogar schon 101. Seht ihr, wie schnell es geht? Ich hab's einfach voll drauf. Und auch nicht. Ja, das ist Quarz. Quarz. Oh nein, ich hätte den Hörer wahrscheinlich am liebsten reinschlagen. Gut, hier ist nichts großartig. Ach, da kommt er schon. Ey, ich werde immer getroffen. Entweder weil ich zu spät schlage oder weil ich jetzt mich irgendwie falsch gedreht habe. Es ist der Wahnsinn. Zusammenrollen und weinen ist das. Sehr gut. Gibt's doch mal nicht. Also, die Level scheinen ja von ihrer Form immer gleich zu sein, nur die Inhalte sind unterschiedlich. Also, wo Monster sind, was für Items da sind. Cool. Oder auch nicht, aber cool. Weil da war, hier waren wir ja schon, nur dass da halt woanders Monster waren. Und so. Englisch, was ich halt eben gerade gesagt habe. Oh ja, ich sehe, was du tust. Du denkst wohl, ich sehe dich nicht. So. So geht das. So regelt man das hier in The Hood. Okay, ist ja sonst gar nichts. Gar nichts, ne? Nein, gar nichts. Dann muss ich wieder meinen Weg mehr graben. Oh, ja. Hat ja lange gedauert. Oh nein. Ich möchte das nicht. Das sind so viele kleine Klöpschen. Ich hasse die Klöpschen. Mann! Mädel, dreh dich doch einfach mal. Oh, du bist ein dummes Stück Mensch. Oh, Mädel. Boah, mich fuckt das Spiel manchmal so ab. Oh, oh. Fick dich. Geh einfach weg. Keiner will mit dir was zu tun haben. Ja? Du hast keine Freunde. So, hier geht's weiter runter. Gut, die ignoriere ich einfach mal. Da in der Mitte die ganzen Slimes, weil ich auf die einfach keinen Bock habe. Die sind ja eigentlich total schwach, aber die haben so ein Moving-Pattern, mit dem ich nicht klarkomme. Die halten immer so kurz inne und schneller nach vorne. Dann können die einen auch so übelst nervig einschleimen, dass man sich langsam bewegt und so. Und das geht mir einfach so auf den Keks. Das ist einfach so inhuman. Oh, du bist der Zahnbelag, den man hat, wenn man morgens aufsteht. Das bist du. Oh, meine Fresse. So, bin ich hier durch? Ich hoffe, ja. Nein, ich kämpfe sowas von nicht gegen euch. Das könnt ihr vergessen. Ich hab da gerade keinen Bock drauf. So, weiter geht's. Noch ein Level, dann haben wir wieder die 105 erreicht. Was ziemlich nice ist. Schaffen wir relativ zügig heute, hoffe ich. So. Hoffentlich auch ohne Sterben groß. Ich fress mal kurz was, weil es kann schneller sein, passieren, dass man denkt, dass man hier, naja, mal eben mal so sein halbes Leben verliert. Das möchte ich jetzt ungern riskieren. So. Gut. Was haben wir hier? Nichts. Na, ist doch fein. Nothing. So, wow, da geht's weiter, aber nein, davon komme ich ja. Ah, cool.
Weg nach unten haben wir schon mal gefunden. Die 105 ist uns quasi schon mal sicher. Jetzt bin ich natürlich so mega krass abenteuerlich und gucke hier unten nochmal ganz kurz lang. Oh. Instant Frage, warum tue ich das überhaupt? So. Erstmal hier unten gucken. Nothing. Ah nee, eine Lead Rod. Kann ich schon verkaufen. Erster Gedanke, den ich dazu habe. Und hier bin ich schon mal gewesen. Oh. Ich höre sie doch. Oh, immer. Immer erwischt die mich. Ich bin einfach zu dämlich. Es gibt... Oh, leck mich doch. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ihr seid nervig und klein und könnt fliegen. Tschüss. So. Was würde Coffings jetzt sagen? Jetzt wisst ihr, wo der Frosch die Locken hat. Ich guck noch mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas mega cooles ist. Nein. Ich sehe das Slime und denke mir gleich, nein. 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 Kein Bock. So, wieder hoch. Ich gucke jetzt noch mal in das Gebäude mit dieser Abenteurergilde. Genau, das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Danke. Hi, was geht? Nein, ich muss hier, glaube ich, dran gucken. Slimes. Oh mein Gott, da fehlt doch eine Menge. Skeletons. Fehlt auch noch eine Menge. Bats. Hab ich. Ich hab... Duckies. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein V-Wort. Hier, gib mal her. Vampire Ring. Gain a little health every time you slay... Oh mein fucking goodness! Wow, das ist gut. Möchte man mal so sagen? Also, ja. Ob man die auch stacken kann mit zwei Stück? Increase Attack bei... Ja, so ein paar Ringe waren eigentlich generell mal gut. Und hier so ein paar geile Boots. Hm, ne? Wisst ihr Bescheid. Gut. Hat sich gelohnt. Haben wir jetzt so einen geilen Ring. Können wir eigentlich gleich mal ausprobieren, oder? Ich geh nochmal rein. Ich bin mal so cool, mal so frei. 105. Oh Gott, Mensch. Weißt du was? Nein. Hab ich jetzt was gekriegt? Ich weiß gerade gar nicht. Ein Slime. Muss das sein mit dem Slime? Na, 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 na. Hä? Warte mal, ich habe jetzt 110. Bringt das was? Habe ich noch ausge... bestimmt irgendwie so einen einzigen HP, den ich dazu kriege oder so. Das kommt aufs Monster an? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne weiter runterkommen. Das wäre mal eine Option, die mir Spaß machen würde, aber... Ja... Ah, ich bin es gerade nicht gewohnt, weil ich habe jetzt diesen Magnetring dafür abgelegt. Vielleicht sollte ich das lieber tauschen. Dass ich kein Licht habe, muss ich mal gucken. Ah. Jedenfalls, ich habe jetzt 110. Oh Gott. Jetzt habe ich 112. Habe ich 114. Okay, ich krieg immer zwei dazu, wenn ich was töte. Ja, es ist nicht schlecht. Also wenn man vor allem so einiges... Ich denke, die Masse macht's. Lohnt sich, denke schon. Also ist jetzt nicht schlecht. Ist da, denke ich, schon mal nur minimaler Effekt. Die Frage ist, ob sich das jetzt auch wirklich lohnt. Ich habe trotzdem mal den Leuchtring immer noch bei mir, falls es mal wirklich Booster wird. Oh, meine Fresse, ey. So, sonst noch irgendjemand ohne Fahrschein hier? Ha. Oh ja. Du. Oh, cool. Not bad.
Danke. Ja, wäre schon schön, wenn man so in die Richtung mal schlagen würde, wo man auch hin muss. Oh, ist hier irgendwie so was Verstecktes? Oh nein! Ich war da unten noch nicht, da würde ich gerne auch noch hin. Oh, da kommen schon Schlangen. Doch, komme ich. Na komm! Meine Phrasen. So, das ist noch vielen Dank. Müssen wir gerade mal. Oh, hier ist ziemlich viel Gold. Okay, das lohnt sich noch. Da bin ich mal ein bisschen gierig. Oh, du bittest. Ey, wenn ich wegen dir schläme, jetzt sterbe, ne? So. Boah, das regt mich gerade so auf. Komm her, komm her. Boah. Okay. Alles cool, war doch ein Klacks. Bin nur halb ausgerastet, aber hey, cool. Gruseliges Geräusch ist gruselig. So viel dazu. So. Okay. Weiter runter. Okay. It's getting late. Es ist wahr. Deswegen gehe ich jetzt auch ins Bett. Also mein Ingame-Charakter, nicht ich selbst. Bevor ich das tue, tue ich aber noch schnell das hier abbauen. Ich bin so greedy, ne? Und hier und da und überhaupt. Was ist mit mir noch so? Mhm, aha. Cool, interessant. Okay, gut. Aha. Gut. Gut, gut. Lief der mein. Man will es ja nicht übertreiben, aber wir haben, denke ich mal, ja, niedliche Ausbeute. Bust up. Tutatitataun. Tutitatitutitown. Was laber ich? Ich habe keine Ahnung. Okay, liebe Freunde. Dann würde ich schon mal langsam sagen, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, you made it split, Stardew Valley, das einzutieren, tun wir morgen. Haben noch Zeit. Okay, bye.